Trollen, Protzen, Posen. Der Hamburger Jungfernstieg ist Schauplatz für große Motoren und kleine Egos. Ausgebremst werden die PS-Angeber nur von der Polizei. Da sind Löcher drin, da wo ich jetzt hinleuchte, ne? Das darf so nicht sein. Weg Auto? Ja. Also die warten einfach nur drauf, dass man ein bisschen leer macht, damit die einen anhalten. Aber das Auto jetzt weg ist, ist schon blöd. Ehrlich, muss nicht sein. Scheiße, ehrlich. Und das ist das Hauptquartier der neuen Sonderkommission Autoposer. Geleitet wird die Kontrollgruppe von Polizeioberkommissar Tobias Hensch, 35 Jahre alt, arbeitet seit 17 Jahren als Gesetzeshüter. Seine Partnerin? Janina von Kessinger, 37, Hauptkommissarin und seit 18 Jahren bei der Polizei. 14 Uhr, Dienstbeginn. Früher steht auch der Gegner nicht auf. Wir kümmern uns um den Verkehrslärm, der mutwillig produziert wird. Wir wollen nicht, dass in Hamburg enorm laut durch die Gegend gefahren wird und andere dadurch enorm beeinträchtigt oder sogar gefährdet werden. Es sind die Prachtstraßen an der Alster, die Autoposer magisch anziehen. Ihr Ziel: gesehen und gehört werden. So ein Audi A8, der ist mit Zulassung schon wirklich sehr, sehr laut. Aber man muss nicht, wie das der Kandidat vor uns tut, ständig den Motor aufheulen lassen. Das ist so typisch Autoposen, oder? Das ist absolutes Autoposen, genau. Und deswegen fährt er auch in diese Straßen hier rein, ne? Es schallt halt, es ist eng bebaut, es ist hoch bebaut und in den Schluchten hallt das sehr, sehr laut. Nach zweimal Aufheulen ist Schluss. Mhm. Für den Audi endet die Prahlerei am Straßenrand. Hallo meine Herren, Sie haben sich qualifiziert für eine Verkehrskontrolle. Führerschein, Fahrzeugschein hätte ich gern. Was ist das? Ja. Mich jetzt verarschen oder was? Ja, aber Ausweis, Führerschein, alles. Ja, das sind normale Personaldokumente, die man rausgibt, wenn er nach einer fragt. Also ich werde relativ selten angehalten dafür, dass ich, sag ich mal, sowas fahre. Also andere Leute werden öfter angehalten, aber ich mag halt allgemein Autos. Ich mag es halt nicht so damit rumzuposieren oder so. Also wenn ich halt einen lauten Sound habe oder so, ist es für mich selber. Ich mag das selber. Das ist mir so relativ egal, was andere so denken, weil mich stört das allgemein auch selbst, dass wenn ich irgendwie so rumfahre, mich gucken immer alle an. Das mag ich gar nicht, zum Beispiel. Also ich mag es auch gar nicht so irgendwie anzugeben. Es ist halt einfach das, was mich interessiert, was ich auch gerne selbst lieb habe. Und wie kommt das, dass Sie sich so ein Auto leisten können? Es ist so, also sagen wir mal eher über meinen Vater. Aber ich bin ja noch relativ jung, aber es ist halt so eine Geschäftssache halt bei uns deshalb. Was macht Ihr Vater? Wir haben eine Werkstatt und wir haben auch einen Handel, Autohandel. Neben einer Geldstrafe von 20 Euro für zu lautes Fahren gibt es noch eine kostenlose Belehrung. Ich möchte an Sie appellieren. Ich möchte nicht in Fahrspaß eingrenzen, aber hier in der Innenstadt. Das ist kein Problem, ja. Okay, nehme ich übel. Alles klar. Nee, man denkt immer nur so, dass die Polizisten direkt unfreundlich sind. Deshalb mag man das gar nicht. Ja. Aber nun haben wir uns ja besser kennengelernt und mögen uns trotzdem. Jetzt mögen wir uns, ja. Alles klar. Tschüss. Der Fahrer endlich kleinlaut. Und der Wagen auch. Ich denke, das ist schon ein ganz eindeutig männliches Phänomen, ne? Es ist einfach. Der ist neu. Also ich kaufe mir sogar einen Staubsauger extra, weil er leiser ist. Von daher wüsste ich nicht, warum ich ein Auto fahren sollte, was extra mehr Aufmerksamkeit auf mich zieht. Um die verdächtigen Autos zu erkennen, wurden die Polizisten intensiv in Sachen Gehör, Tuning und Technik geschult. Das war ein Porsche mit Klappe offen, aber das klang jetzt nicht gefährlich. Ist das so eine Gefühlssache irgendwie? Das ist noch eine Erfahrungssache, ne? Man hat ja dann auch schon jetzt irgendwie die Monate viele, viele Autos gehört. Der ist interessant, der hat wahrscheinlich einen 63er drunter. Das ist gerade ein ausländisches Audi Cabriolet an uns vorbeigefahren. Das hatte ein auffällig lautes Fahrgeräusch. Da müssen wir mal schauen, dass wir da auch drankommen. Ich würde dich bitten, einmal hier entsprechend. Hallo, die Polizei. Ja. Bitte folgen Sie uns einmal, ja? Haben Sie verstanden? Ja. Super. Der übermotorisierte Touristen-Audi ist ein Sonderfall. Und zwar in jeder Hinsicht. Polizei, Mensch, mein Name. Sie verstehen mich soweit? Ein bisschen, okay. Wir müssen das einfach versuchen, dass wir einfach miteinander kommunizieren.
Ja? Wir sind nicht doch perfekt auszusprechen. Wir kann man nicht sowas. Ich weiß, deswegen probieren wir das. Ist alles gut. Wir brauchen sowas nicht machen. Naja, nun, aber ich bin die Polizei und ich darf Sie kontrollieren. Wir kontrollieren Sie und dieses Fahrzeug. Das ist mein gutes Recht als Polizist. Okay, so kannst du. Dann regen Sie sich doch jetzt bitte nicht so auf. Ja nun, wo soll ich Sie denn jetzt anhalten? Ja. Wir gucken Leute. Jetzt entspannen Sie sich doch mal. Das ist eine allgemeine Verkehrskontrolle. Jedes Fahrzeug wird hier kontrolliert. Sie fahren runter, hören auf mich anzuschreien, dann sind wir ganz entspannt, okay? Wundervoll. Die Papiere haben wir. Wollen wir irgendwo ein Stückchen weiter runterfahren? Ja. Sonst ziehen wir entspanntes. Okay, ja. Setzen Sie sich rein und das klären wir alles gleich unten. Ja? Bis gleich. Jetzt macht ihr von meinem Kind so Sorgen und so Angst. Nein, Sie folgen uns bitte und wir sprechen gleich weiter. Und wir treffen später wieder. Sie fahren uns hinterher, wir haben Ihre Papiere, ne? Ja, ja. An den Strängen haben wir Rechtecke reingeflext, also regelhafte Löcher. Deswegen ist der auch so laut. Eine Besonderheit ist es halt, dass es ein ausländisches Fahrzeug ist. Auch ausländische Fahrzeuge, die auf deutschem Grund bewegt werden, die müssen halt vorschriftsmäßig sein. So, ich mach das eben mit den Papieren, ja? Du lässt es hier. Ich sag ihm, er soll einmal sitzen bleiben. Wir haben ein großes Problem mit Ihrem Auto. Das Auto, das ist unvorschriftsmäßig. Ich zeige Ihnen das einmal, wenn Sie einmal mit mir mitkommen möchten. Das darf so nicht sein. Dieses Loch, genau. Ach so. Ja. Hier war meine Kollege Auto. Nicht mein Auto. Ja, okay. Aber das ist verboten. Das dürfen Sie so nicht fahren. Wir können jetzt halt hier anhand dieser Lichtbilder sehen, dass hier Rechtecke in die Abgasrohre reingeflext wurden. Das heißt? Das Ganze heißt halt, dass die Abgase noch vor den Endschalldämpfern hier rausgeführt werden. Deswegen ist das Fahrzeug auch viel zu laut. Und das ist unvorschriftsmäßig. Ja, also es ist ein deutsches Fahrzeug, würde jetzt die Betriebserlaubnis erlöschen. Und in diesem Falle, weil es ein bulgarisches Fahrzeug ist, es ist eine Unvorschriftsmäßigkeit nach der Straßenverkehrsordnung. Weg Auto? Ja. Warum? Weil das ein Gutachter sich anschauen muss. Ein Gutachter muss das entsprechend feststellen. Die Familie muss in einer Woche wieder in Bulgarien sein. Wenn die Polizei das Auto abschleppt, könnten sie nicht rechtzeitig zurückfahren. Außerdem würde es teuer werden. Doch es gibt gute Nachrichten. Wir können Ihnen das Fahrzeug soweit belassen. Sie müssten sich allerdings darum kümmern, dass Sie es abschleppen lassen. Es darf so nicht mehr fahren. Okay. Ich würde Ihnen die Kennzeichen wegnehmen und dann würde es entsprechend von unserer Seite auch günstiger werden. Ich würde Ihnen einmal die Ordnungswidrigkeit vorwerfen und ich würde Ihnen dann entsprechend einmal die Verfahrenskosten für das Ordnungswidrigkeitenverfahren vorwerfen. Dann sprechen wir aber insgesamt über knapp 200 Euro. Sie müssen aber das Fahrzeug selbst wegschleppen. Die ausgehandelte Ersparnis von knapp 600 Euro gilt allerdings nur, wenn gleich vor Ort bezahlt wird, in bar. Haben Sie das passend zufällig? Wir können nicht rausgeben, wir können nicht wechseln. Was brauchst du? 190, 190. Ja, ich hab verstanden, was hast du gefragt? Passend, also 190. Wir können keine 10 Euro rausgeben. So, wir zählen nochmal zusammen. 50, 100, 50, 60, 70, 75. 75? Hartgeld kann ich nicht annehmen. Was kann man? Gehen Sie, können wir nicht? Nee, aber da drüben ist ein Laden. Nee, warten Sie, nehmen Sie mal zurück, bevor Sie gleich sagen, hier fehlt was. Drei Stunden später kommt der Abschleppwagen für die stillgelegten Bulgaren. Die Kennzeichen sind ab. Zurück in die Heimat darf der Audi erst nach einem Umbau. Doch unsere Recherchen ergaben, dass es dazu nie gekommen ist. Vermutlich steht der Wagen immer noch in Hamburg. Der einfachere Weg wäre gewesen, dass wir das Fahrzeug einfach abschleppen, dass wir das Fahrzeug begutachten lassen und das Fahrzeug dann auf dem Hof der Polizei steht. Das hätte die Herrschaften aber dreimal so viel gekostet. Und das hätte vor allen Dingen dann auch bedeutet, dass sie das Fahrzeug einfach jetzt eine Woche lang nicht reparieren können. Das ist halt einfach die Problematik. Also wir haben schon wirklich alles dafür getan, dass das irgendwie die mildeste Maßnahme war. Das versteht unser Gegenüber nur halt einfach immer nicht. Allein im letzten Monat haben die Beamten 26 frisierte Modelle einkassiert. Auch auf der Reeperbahn, neben dem Jungfernstieg, das zweite Jagdrevier der SOKO. Auf der Rotlichtmeile herrscht rund um die Uhr Macho-Alarm.
Hi, grüß dich, hier ist Tobi Hensch, nochmal von der VD3. Du könntest mir einmal CVs machen, bitte? Mich interessiert mal das Modell und auch das Standgeräusch. Steht da unten drunter irgendwas mit Abgasanlage? 74? Das kann gar nicht passen. Dann höre ich einfach auf zu telefonieren. Ich melde mich wahrscheinlich gleich nochmal bezüglich des Schleppers. Bis dahin, tschüss. 79 dB. Tobias Hensch wird Recht behalten. Hast du Bescheid? Ja, mach jetzt. Ach, ich habe ihm das Zeichen gegeben. Ja, okay. Alles gut. Ich bin jetzt wieder in R8. Sind am Fahrzeug irgendwelche technischen Manipulationen vorgenommen, die nicht eingetragen sind im Fahrzeugschein? Alles eingetragen. Ich habe extra eine Einzelabnahme genommen beim TÜV. Mhm. Ich habe selber eine Werkstatt. Der Kollege Schmidt in der Waldorfer Straße, Bosch BL-Technik. Ja. Und ich war bei der TÜV Hanse. Das war der Kollege. Na, also, das ist mir ja letztlich wurscht, wer es gemacht hat. Sie müssen ja dann irgendwas Schriftliches. Habe ich, im Fahrzeugschein. Alles Sinne. Okay. Der Mann am Steuer des Mercedes Cabriolets ist selbst Kfz-Mechaniker. Das Auto habe ich meiner Mutter geschenkt, nur mal so. Das ist mein Auto. Sehr gut. Und frisiert oder was? Nee. Alles eingetragen. Ich habe selber eine Werkstatt. Ne? In Hamburg. Ich will einfach noch mal kurz die Motorhaube. Ja, klar. Und auch einmal die Räder komplett einschlagen. Noch glaubt der kontrollierte Fahrer, die Kontrolle zu haben. Ich kenne das Auto in- und auswendig, deswegen. Ne? Ja, alles gut. Alles eingetragen. Vom Feinsten. Ne? Machen Sie ruhig zu, dann kann ich hier besser stehen. Herr Kuhr, einmal Tür zu. So, dann muschere ich hier mal ein bisschen drüber. Ein Schritt noch und abrupt abfallen lassen. 101,2. Spann auf. Herr Kuhr, mögen Sie noch einmal aussteigen zu mir? Gehen wir nochmal auf den Gehweg. Also ich weiß nicht, ob alles ne, im Fahrzeugschein drin steht, nur mal so. Mm. Auf jeden Fall habe ich noch einen Ordner mit Sachen drin. Ne? Ja, so. Okay. Aber es ist vieles im Fahrzeugschein. Also der Fox-Dämpfer als solches, also der normale Fox-Dämpfer, ja. Der sollte ja irgendwie eine E-Nummer haben. Irgendwie das habe ich jetzt so nicht gesehen. Ja. So bin ich nicht tief genug drunter gekommen. Ist aber auch egal. Ja. Sagen wir mal, der Dämpfer ist okay. Wir haben trotz alledem eine Geräuschverschlechterung. Wir sind jetzt, haben jetzt gemessen 101,99 Dezibel. Okay. Erlaubt ist für das Fahrzeug 79. Okay. Also das ist halt echt enorm zu viel. Ja. Kann das sein, dass er sich vielleicht, weil er jetzt schon 2-3 Jahre drauf ist, ne? Der so viel Verschleiß ist völlig unüblich. Trotz Belehrung, der Stolz des Schraubers ist ungetrübt. Ja, da gibt es ja verschiedene Umbauten. Das ist so ein Umbau, den jetzt zum Beispiel keiner hat, ne? Weil da viel Geld reingegangen ist und all sowas. Ne? So Spezial halt, ne? Ich weiß nicht, ob Sie sich da irgendwie mit den gesetzlichen Gegebenheiten auskennen. Wenn sich das Geräuschverhalten verschlechtert, durch die Veränderung in einer Abgasanlage in irgendeiner Art und Weise, erlischt die Betriebserlaubnis. Ja. Ja, und wenn die Betriebserlaubnis erlischt, irgendwie, dann ist die Polizei in der Beweispflicht. Wir müssen Ihnen diese Ordnungswidrigkeit nachweisen. Ja. Und da wir das jetzt halt hier in der Nacht nicht tun können, müssen wir das Fahrzeug sicherstellen, müssen Ihnen das Fahrzeug dann jetzt halt auch wegnehmen und einem Gutachter vorführen. Ja? Der Wagen war schlicht zu laut. Erlaubt sind 79 Dezibel. Der Benz kam auf satte 100 Dezibel. So laut wie ein Presslufthammer oder eine Motorsäge. Die Folge, Herr Kuhr bleibt ohne Kabel zurück. Der Abend ist gelaufen. Ja, scheiße, klar, scheiße. Vor allem war das heute per Zufall, ne? Das Auto, ich war ja bei meiner Mutter heute, dachte ich, okay, nehme ich das Auto mit. Ne? Vielleicht morgen in die Werkstatt ein bisschen sauber gemacht und so. Hatte ich mir gedacht eigentlich. Ja, toll. Jetzt muss ich erst mal sagen, dass ich kein Auto hat, ne? Das ist das Schlimme, ne? Wie ich das erklären muss jetzt. Muss ich hier ein Auto besorgen jetzt? War nicht, ne? Also das mit dem Ausruf, ehrlich gesagt, ne? Da könnten die ja immer noch sagen, der TÜV soll kommen und gucken oder ich mach TÜV oder dann muss halt ein Gutachter gucken. Aber dass das Auto jetzt weg ist, ist schon blöd. Ehrlich, muss nicht sein, meiner Meinung nach, ne? Dafür fahren ehrlich andere Leute dumm, wo die Autos wirklich voll von der Arsch sind und auf dem Boden schleifen, ne? Ehrlich. Ist einfach so. Bei mir sind auch Polizisten, Kunden, ne? Kripo und alles drum und dran. Ne? Und die sind alle, ne? Die kennen mein Auto auch und alles gut. Ne? Wahrscheinlich sind die jetzt nicht neu hier oder was weiß ich was, ne? In der Ausbildung, keine Ahnung. Ne? Scheiße, ehrlich. Wirklich. Schönes Wochenende noch. Alles klar, danke. Ne? Tschüssi. Ciao, ciao. Tschüssi, ciao. Wir wurden über Jahre dann halt auch immer angeschmiert.
Wenn wir halt Mängelmeldung verteilt haben, dann wurden wir veräppelt. Und deswegen fahren wir jetzt halt diese Schiene. Einfach auch in der Hoffnung, dass das in den Köpfen hängen bleibt. Und dass dann halt diese ganzen Angeber, diese ganzen Proleten über das Geld lernen. Für die abgeschleppten Fahrzeuge führt diese Schiene direkt in den Autoknast. Aufgemotzte Männerspielzeuge, soweit das Auge reicht. Janina von Kessinger und Tobias Hensch kommen heute zur Begutachtung von Muttis stillgelegtem Mercedes. Der Sohn musste gestern zu Fuß weitergehen, weil der Wagen zu laut war. Doch was genau war die Ursache für den Lärm? Bei einem Blick unter das Fahrgestell werden Polizist und Gutachter schnell fündig. Hier kann man das sehen. Hier sieht man eine Schweißnaht und hier auch. Da kann man schön sehen, auch diese etwas dickeren Knubbel. Das sind keine Schweißnähte, die von irgendeinem Werk produziert wurden oder nach Hersteller, sondern das ist in der Regel manuell mit der Hand geschweißt. Ne? Marke Eigenbau. Das schalldämpfende Element raus, einfach ein Rohr rein und dann ja, wird er halt schön laut. Hallo Herr Kur, Tobias Hensch von der Polizei. Wir sind mit Ihrem Fahrzeug durch. Genau, das Fahrzeug muss hier leider verladen transportiert werden. Das können Sie nicht so fahren, sondern das müsste einmal auf den Trailer oder aber auf den Schlepper. Die TÜV-Plakette, die lasse ich Ihnen noch dran. Na, das. Genau, kommen Sie mit dem Schlepper. Wundervoll. Okay, bis gleich, tschüss. Eine Stunde später ist der Abholer vor Ort. Nach dem Abend ist für ihn jetzt auch der Tag gelaufen. Das verstehen oder was? Nachvollziehen? Jo, nee, nicht ganz so, ne? Aber jetzt muss ich da umbauen, ne? Umbauen und dann ist alles gut. TÜV machen, Pech halt. Und teuer wird es auch für den 29-Jährigen. Und wie viel kostet's? Wissen wir schon? 600 und dann plus meine TÜV-Sachen, ne? Ein paar Meter darf er dann doch noch fahren, bis zum Abschlepper. Ausnahmsweise. Im Anschluss muss er den Wagen in die nächste Werkstatt bringen. Und erst wenn der Mercedes vorschriftsmäßig rückgebaut wurde, kann er ihn beim TÜV vorführen, neu anmelden und seiner Mutter zurückgeben. Auf Touren kommt da nur das Selbstmitleid. Dass es so schlimm geworden sind, die Gesetze alle, ne? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber was soll's, ist jetzt nichts Schlimmes. Ich finde das auch nicht schlimm jetzt, ne? Weil es ist ja nur ein Auspuff, ne? Der nächste Morgen. Am Jungfernstieg läuft die Fahndung nach illegalen Motortunern weiter. Wenn es um Tempo und Lärm geht, operieren die Fahrer meist abseits der Legalität. Egal, ob auf vier oder zwei Rädern. Das Problem ist nur, mit Helm hört der Mann schlecht. Da hilft nur das große Besteck. Ranfahren! Ja! Guten Tag. Dieses Verhalten, das ist nicht nur hochgradig bescheuert, das ist auch verboten. Deswegen kontrolliere ich Sie jetzt einmal. Mein Name ist Hensch von der Polizei. Sie sind Betroffene einer Ordnungswidrigkeit. Sie müssen sich mir gegenüber ausweisen. Sagen müssen Sie aber nichts als Betroffene dieser Ordnungswidrigkeit. Ich brauche Führerschein, Fahrzeugschein und Ausweis. Und die Ordnungswidrigkeit wäre? Das Verursachen von unnötigem Lärm. Okay. Der Mensch ist so gepolt, dass diese Lautstärke als Gefahr wahrgenommen wird und man sich danach umschaut. Und ich weiß nicht, ob Sie es wahrgenommen haben. Einzelne Fußgänger haben aufgeschrien, weil sie wegen Ihnen die Straße räumen mussten. Da kann man schon abwägen, ob das nicht schon eine Schippe drauf ist. Die Schippe drauf hat ihren Preis. Sind Sie das erste Mal von uns angehalten worden bezüglich dieses unnötigen Lärms? Ich wurde seit 15 Jahren nicht mehr angehalten. Okay, dann kostet das in dem Falle jetzt 20 Euro. Ich sage Ihnen aber auch, wenn wir Sie mehrfach antreffen, wird das deutlich teurer. Ja, wir wollen das nicht. Die Leute hier drumherum sind hochgradig genervt. Sie finden es in dem Moment wahrscheinlich irgendwie toll, wahrgenommen zu werden, aber das ist... Die Ampel war doch gut, ich habe doch mich aufmerksam gemacht. Mehr war das. Ja. Für Fußgänger und Anwohner grenzt die Soundkulisse in der Innenstadt an Körperverletzung, zumindest auf den Ohren. Wer es jetzt mit dem Abgasgeräusch nicht hinkriegt, weil es vielleicht ein Dieselfahrzeug ist oder ähnliches, ja, der muss dann eben die Mucke aufreißen. Ne? Inzwischen ist es später Abend geworden. Ein Bentley gerät ins Visier der Fahnder. Busta! Bentley. Bentley ist das. Auf jeden Fall schon mal das richtige Verhalten. Ja,
kurz die Klappe halten, damit man ihn noch hört. Ich glaube, der hat uns erkannt, dann werden wir ihm Hallo sagen. Stadler. Das ist schön. Da haben wir Platz zum Arbeiten. Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist ein Bentley New Continental. Hallo, guten Abend. Auf der Fahrerseite ist auch jemand. Hi, von Kessinger, Hamburger Polizei. Ich würde gerne eine Verkehrskontrolle mit Ihnen durchführen. Führerschein, Fahrzeugschein hätte ich gerne. Seien Sie doch so lieb, steigen Sie einmal aus, dann unterhalten wir uns drüben auf der anderen Seite. Etwa 180.000 Euro kostet der Bolide, selbstverständlich ohne getunte Extras. Gehen Sie einmal zu meinem Kollegen. Kommen Sie einmal zu mir. Ich bin gleich bei dir, Tobi. Keine Papiere. Okay, so gar keine Papiere dabei? Ich habe leider nichts dabei. Ich habe es leider nicht verstanden. Mein Vater ist nach Leipzig, mein Auto. Okay. Und da habe ich seinen Wagen genommen. Ich habe jetzt nichts dabei. Der Sohn verdient sein Geld als Gastronom. Der Bentley, eine Art Dienstwagen. Ist das auch so ein gewisses, ich sag mal, Statussymbol? Ja, muss man haben. Weil das Problem, wenn du dann irgendwo hingehst und ein Geschäft abschließen möchtest, wir machen auch Immobilien zum Beispiel, wenn du da mit so einem normalen Auto, was heißt normal, also einem anderen Auto kommst, wirst du dann halt nicht ein bisschen, wirst du halt nicht richtig, nicht angenommen halt. Ne? Also was heißt angenommen, nicht wahrgenommen, du musst schon ein bisschen gutes Auftreten haben, auch was für ein Auto du kommst, dann kommt man auch in Verhandlungen mit anderen Leuten. Das ist Status. Wir machen ja nichts Falsches oder verkaufen irgendwelche Drogen oder sowas, machen wir nicht. Wir arbeiten hart für unser Geld. Wir arbeiten von morgens bis 12 bis abends um 12, 12 Stunden durch jeden Tag. Und wir arbeiten als Kellner, wir verkaufen Kaffee, Cappuccino. Das ist schon schwer, so ein Auto so mit Pizza, Pasta zu verdienen. Ne? Das ist nicht leicht. Ein Bentley mit verdächtigem Auspuff. Ich lege mich nochmal drunter, gucke mir die Abgasanlage schon mal an. Mhm. Und dann müssen wir eben das noch erklären, dass er jetzt nur noch zur Werkstatt wieder fahren darf. Der erste Blick geht unter das Fahrgestell. Er hat an jeder Seite zwei kleine Endschalldämpfer. Wir werden ihn jetzt einmal einmessen und dann werden wir einmal gucken, was dabei rumkommt. Das Fahrzeug darf natürlich laut sein. Das ist, hat eine gewisse Zulassung. Das ist bei so einem großen Motor ist das auch normal. Aber es ist eigentlich unnormal, dass so wenig Schalldämpfung sich da irgendwie in dem Fahrzeug befindet. Gucken wir mal. 3750 wollen wir, Umdrehung. Ja, also zwischen 3,5 und 4. Ne? Sie gehen langsam hoch und versuchen da für einen Moment zu halten. Und ich sage Ihnen dann, wann Sie es sein lassen können. Höher. Höher. Sie bleiben bei 3,5. Ich möchte, dass Sie höher gehen. Wir wollen nicht über 4.000 kommen, weil dann sind Sie Ihr Auto los, okay? Jetzt so. Also nochmal höher und halten. Höher, halten, 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 halten und abfallen lassen. Danke. 91,3. Wir müssen hier nochmal mit den Dingern rumspielen. Da ist irgendwas mit dem Auto passiert, finde ich. Wir waren beim ersten Mal, doch da hat er sich geblökert und jetzt ist es so ein Schnurren. Dafür gibt es einen Grund. Herr Singh? Haben Sie, lassen Sie mal an. Haben Sie eine Klappensteuerung irgendwie? Haben Sie jetzt eine Fernbedienung für das Fahrzeug, wie auch immer? Darf ich das einmal sehen, bitte? Machen Sie nochmal. Das ist verboten. Das können Sie so auch jetzt nicht mehr eintragen lassen. Das gibt es nicht mehr. Wie das heißt, wie verläuft das jetzt weiter? Das verläuft jetzt leider so, dass Sie, dass ich Ihnen das Auto jetzt wegnehmen muss. Das wird sichergestellt auf dem Verwahrplatz der Polizei. Da wird es begutachtet und dann bekommen Sie es wieder, um es ordentlich umzubauen. Aber das Auto ist ja bei Bentley, ganz normal Bentley Hamburg. Da würde ich mich mit Bentley nochmal unterhalten. Das ist auf alle Fälle nicht erlaubt. Mit der Fernbedienung kann der Fahrer die Auspuffklappe öffnen und den vollen Sound rausblasen. Seine Weiterfahrt ist damit beendet. Ja, ich dachte, ein bisschen schönes Wetter, mit rumfahren einmal kurz nach Hause von der Arbeit gerade. Aber jetzt, anders gelaufen. Kann man nichts machen.
Weil der Bentley die Klappe zu weit aufgerissen hat, muss er jetzt auf den Abschlepper. Das kostet. Die Abschleppgebühren, die Verwahrkosten, die sind dann zu tragen für den Fall, dass halt festgestellt wird, dass das Fahrzeug irgendwie manipuliert wurde. Das heißt, da kommen dann halt das Bußgeld, Abschleppkosten, Verwahrkosten und auch natürlich die Kosten für die Begutachtung dazu. Das ist ein ganz ordentlicher Batzen. Ja, aber anders geht es jetzt hier in der Nachtzeit nicht, weil wir leider keinen 24-Stunden-Service der Gutachter haben. Okay, alles klar. Ne? Das war ein doofer Abend, aber ja, so ist es nun mal leider. Alles gut, kein Problem. Ne? Dankeschön. Schönen Abend noch. Alles Gute, tschüssi. Ich nehme jetzt ein Taxi. Des Fahrers Leid ist des Beamten Freud. Die beiden Jäger und Sammler von PS-Protzern sind mit ihrem Tagwerk durchaus zufrieden. Letztlich werden wir an Sicherstellungen gemessen. Ja, genau. Und dementsprechend ist es natürlich ein Arbeitserfolg, ganz klar. Das gehört dazu, ja, richtig. Und so in Ihrer Laufbahn jetzt in der Kontrollgruppe, wie viele sind es bisher? Kann man das zählen? Das ist Nummer 162. Wir kennen Sie alle persönlich. Ja. Seit ihrer Gründung im September 2017 hat die Soko Autoposer 230 Fahrzeuge vorübergehend stillgelegt und die Stadt damit um ein paar Dezibel erleichtert. Das war's für heute bei Spiegel TV. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und nächsten Montag um 23.25 Uhr sind wir wieder für Sie da. Ohne Spiegel ist alles nur TV. Alle Filme gibt es ab morgen auch im Internet auf spiegel.tv.